der Marx-Engels-Platz in der Hauptstadt der DDR, Berlin. Ein Platz mit Tradition. Hier bekundete in den 20er Jahren das Berliner Proletariat der jungen Sowjetmacht seine unverbrüchliche Solidarität. Ernst Thälmann sprach im Lustgarten zur revolutionären Arbeiterklasse. Hier verteidigten die roten Matrosen am Marstall mit ihrem Blut die Revolution. Wenige Tage nach dem historischen Vereinigungsparteitag, der Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, strömten Hunderttausende Berliner 1946 zur 1. Mai-Demonstration nach der Befreiungstat des Sowjetvolkes auf diesen Platz. Aus der Überzeugung, ein besseres Morgen zu schaffen, wuchs der Wille zur Tat. Ein Platz internationaler Solidarität. Die Jugend aller Kontinente versammelte sich hier zur bewegenden Abschlusskundgebung der 10. Weltfestspiele. Das ist das sozialistische Berlin heute. Immer kräftiger schlägt der Puls der Hauptstadt. Weit in die Zukunft geplant, präsentiert sich das Stadtzentrum. Hohe Ziele setzte die Partei für das Berliner Wohnungsbauprogramm von 1976 bis 1980. Rund 225.000 Berliner werden ein neues Heim erhalten. Und auf dem Marx-Engels-Platz ist der Palast der Republik zu errichten. Damit erhält die Hauptstadt eine würdige Stätte für politische Beratungen, für Kultur, Kunst und Geselligkeit. Baubeginn am Palast der Republik war am 13. August 1973. Die Baugrube war 180 Meter lang, 110 Meter breit und 12 Meter tief. 210.000 Kubikmeter Erdreich waren auszuheben und abzufahren. Die Tiefbauer beherrschten die Szene. Tatkräftig unterstützt von Soldaten der Nationalen Volksarmee und Angehörigen der Sowjetarmee. Weit unter dem Wasserspiegel der Spree, geschützt durch Spundwände und Tiefbrunnen, gewann im Spätherbst 1974 das Fundament an Gestalt. Was binnen 32 Monaten entstehen sollte, wurde im Modell vorgestellt, geprüft und für gut befunden. Zahlreiche Industriezweige unserer Republik waren mit Projektanten, Architekten und Künstlern in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit vereint. Alle wollten das ihre zum Gelingen des Bauwerkes beitragen. Grundsteinlegung am 2. November 1973. Klaus Kuchenbecker, ein junger Berliner Tiefbauer, sprach im Namen aller Kollegen. Die Errichtung des Palastes der Republik, das Neue Deutschland, die Berliner Zeitung vom 22.05.1973 mit dem Beschluss der 6. Tagung der Berliner Stadtverordnetenversammlung. Tageszeitungen vom 2. November 1973 und Zeitungen der letzten Woche. Bauzeichnung und Ablaufplan und Einsatz Münzen. Danke sehr. Danke sehr. Nach den traditionellen Hammerschlägen nahm Genosse Erich Honecker, der erste Sekretär des ZK der SED, das Wort. Verehrte Anwesende, wir legen heute den Grundstein für den Palast der Republik, für ein schönes, ein bedeutendes Bauwerk im Zentrum der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik Berlin. Dieser Palast soll ein Haus des Volkes werden, die Stätte verantwortungsbewusster Beratungen der höchsten Volksvertretung unseres Arbeiter- und Bauernstaates, ein Ort wichtiger Kongresse und internationaler Begegnungen. Unsere sozialistische Kultur wird hier ebenso eine Heimstatt finden wie Frohsinn und Geselligkeit der werktätigen Menschen. Acht mächtige Gleitkerne wuchsen in 5 Monaten mit einer Stundengeschwindigkeit von 20 Zentimetern. Jeder Zentimeter mehr brachte Zeitgewinn. Am Ende konnte der Staffelstab 10 Tage vorfristig übergeben werden.
Dabei gab es manche Auseinandersetzung, um Mängel auszuschließen. Aber für alle Arbeiter, von Gewerk zu Gewerk, war es Ehrensache, die Schicht nahtlos zu übergeben. In diesen Gleitkernen befinden sich heute Treppen und Aufzüge. Schwarze Pumpe, Fettschau, Lübbenau, Hoyerswerda, Boxberg sind in den Brigadebüchern der Monteure der volkseigenen Stahlbaubetriebe verzeichnet. Zugleich ist es langjährige Tradition der sozialistischen Kollektive, beim Aufbau unseres Berlins mitzuwirken. Die Montage der Kugel und der Antenne des Fernsehturmes stehen mit auf ihrem Konto. Noch bevor die Stahlbauer ihre Fahrkarte nach Berlin gelöst haben, machten sie sich mit der Montagetechnologie vertraut. Die Gleitbauer hatten ihre Arbeit mit Planvorsprung übergeben. Nun galt es, ihn noch zu vergrößern. Eigens wurden neue Geräte entwickelt, um Segmente, die über 500 Tonnen wogen, in die entsprechende Einbaulage zu hieven. Das war wohl die erregendste Bauetappe. Jeder Handgriff dieser bewährten Spezialisten saß. Schweißnähte wie Bügelfalten wurden gezogen. Tag und Nacht war man in rollender Schicht im Einsatz. Vor Schwierigkeiten steckte niemand auf. Man meisterte sie, voran bewährte Genossen. Das alles trug sicher mit dazu bei, dass am Marx-Engels-Platz so gut gearbeitet, der Planvorsprung weiter ausgebaut werden konnte. Rund ein Jahr nach Grundsteinlegung, rechtzeitig vor Beginn der Winterperiode, war der Bau geschlossen. Palast der Republik. Aus dem Richtfestspruch. Verehrte Gäste, Freunde und Genossen. Ein gutes Haus braucht einen guten Plan. Wir hatten ihn und taten wie beschlossen. Ein Jahr ist kurz, doch Großes ist getan. Hier legte Liebknecht einst in heißen Tagen das Fundament für eine bessere Welt. Wir haben drauf gebaut und dürfen sagen, dies ist ein Baugrund, der uns sicher hält. Den Bauarbeitern, den Soldaten, den Meistern, Ingenieuren, Bauleitern und Architekten dankte Erich Honecker für ihre großen Leistungen. Abend im Ahornblatt. Minister Juncker machte im wahrsten Sinne des Wortes ein Fass auf. Prosit Kumpels, Prosit Soldaten, auf das Haus des Volkes. Berlin, Hauptstadt der DDR. Startfeld August-Bebel-Platz. Der Hubschrauber hilft bei der komplizierten Dachmontage am Palast der Republik. Das war im Sommer. Heute schon sind diese Arbeiten Geschichte. Fast artistisch muten die Leistungen der Piloten vom Wirtschaftsflug an. Aber eigentlich ist es so, dass bei diesem Bauwerk alle Beteiligten ununterbrochen ihr Bestes geben.
Das Planziel heißt Fertigstellung bis Jahresende, anschließend Probebetrieb und schrittweise Übergabe. Sämtliche Hauptaufgaben im Wettbewerb der Etappe zum Nationalfeiertag der DDR wurden erfüllt. Es läuft, wie man so sagt. Eine technische Meisterleistung ist die Konstruktion des großen Saales mit seinen vielfachen Wandlungsmöglichkeiten. Letzter Ausbau und Ausrüstungsarbeiten in den Gaststätten. Bald können die Gäste kommen, für die dieser Palast errichtet wird. Die Werktätigen der DDR. Viele Bauten im Zentrum der Hauptstadt tragen die Handschrift dieser Männer. Na, Anfang Mesche MAI. Das war das erste hier im Stadtzentrum, dann hier drüben MFA. Dann komische Oper. Lichtenberg, Heizkraftwerk, Lichtenberg Nordost. Wo waren wir noch? Storkowstraße. Das Warenhaus nicht zu vergessen. Warenhaus am Alex. Hotel. Karl-Marx-Allee. Ein denkwürdiger Tag für alle Bauarbeiter. Friede unserem Palast, in Volkeskraft zum Wohl des Volkes baut. Hier werden Mut und Freude sich vereinen. In ihm wird Frohsinn wohnen und auch Glück. Denn hinter diesen festen Marmorsteinen, da steckt das Herz der ganzen Republik. Liebe Bauarbeiter, den Palast der Republik, unser Haus des Volkes, mit der Richtkrone zu schmücken. Richtkrone auf! Am 18. November 1974, ein Jahr nach der Grundsteinlegung, wird die Richtkrone auf den Palast gesetzt. Eine große Leistung der Berliner Bauschaffenden und ihrer Kollegen aus den anderen Bezirken der DDR, denen Soldaten der Nationalen Volksarmee stets zuverlässige Partner waren. Sie halfen, wo sie konnten, leisteten Hervorragendes beim Transport der wertvollen Baumaterialien und stets prägte gegenseitige Hilfe die Atmosphäre auf dieser Großbaustelle. Dank und Anerkennung all denen, die beim Bau des Palastes der Republik so Hervorragendes vollbracht haben. In dieser Stunde bekräftigen die Arbeiter, die Bau- und Ausrüstungsarbeiten bis Ende 1975 abzuschließen. Dann folgte ein zünftiger Richtschmaus. Wer tüchtig arbeitet, hat guten Grund, frohe Feste zu feiern. Sie, die Bauleute, Monteure und Soldaten, die Werktätigen der Zulieferindustrie, standen zu ihrem Wort. 4.700 Quadratmeter leuchtend weißer Marmor waren an der Außenwand des Palastes zu verlegen. Weit und lichtdurchflutet sind die Foyers. Tausende Kugelleuchten wurden montiert. Die Volkskammer erhält eine würdige Tagungsstätte. Modernste automatische Steueranlagen für die Bühnentechnik, für Film, Rundfunk und Fernsehen wurden installiert. Überall bewährten sich Spezialisten.
Zahlreiche Konferenzräume sind vielseitig nutzbar. 1500 Plätze in 13 Restaurants, Espressos und Bars. Vom Café bietet sich ein reizvoller Blick auf die historischen und modernen Bauten im Zentrum der Stadt. In allen Räumen begannen die Funktionsproben. Bevor das Berliner Sinfonieorchester die akustischen Proben im vielfach wandelbaren großen Saal begann, zogen der Leiter des Bauvorhabens, Professor Dr. Erhard Giske, Chefarchitekt Heinz Graf Hunder und Parteisekretär Karl-Fried Riemer ein Resümee. Ich kann heute feststellen, dass das große Kollektiv der Bau- und Ausrüstungsbetriebe der gesamten Republik aus Berlin und aus allen anderen Bezirken unserer Republik die große Leistung im sozialistischen Wettbewerb vollbracht hat, in einer wirklichen, echten Gemeinschaftsarbeit mit den Genossen der Nationalen Volksarmee. Wir freuen uns über diese Leistung und das große Kollektiv der Baustelle kann stolz auf diese Leistung sein. Wenn wir in Anbetracht der jetzt laufenden Funktionsproben als Architektenkollektiv auf die Arbeit zurückblicken, können wir mit Genugtuung feststellen, dass ein Bereich nach dem anderen seine Bestimmung erfüllt, die er vorgegeben bekommen hat. Wir können heute sagen, dass wir unseren Parteiauftrag ehrenvoll erfüllt haben. Das große Kollektiv der Erbauer des Palastes der Republik und die Mitglieder unserer Parteiorganisation sind sehr erfreut, wenn in wenigen Tagen dieses schöne Haus des Volkes, der Bevölkerung und den Berliner Gästen übergeben werden wird. Aber natürlich sind wir sehr stolz darauf, dass der 9. Parteitag seine wegweisenden Beratungen in diesem schönen Haus, dem Palast der Republik, durchführen wird. Gute 2,5 Jahre gingen ins Land, um den Palast der Republik zu übergeben. Es ist ein großes Werk der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. Der Palast der Republik wird ein Haus des Volkes sein. Eine Stätte regen politischen und geistig-kulturellen Lebens. Den revolutionären Traditionen des Marx-Engels-Platzes immer verpflichtet. Und so ist es gut zu wissen, dass die Erbauer die Ersten sein werden, die festliche Stunden im Palast der Republik erleben. Thank you.